Ja, mein Name ist Johannes Wimmer. Ich leite den Forstbetrieb Wienerwald bei den österreichischen Bundesforsten. Immer wieder werden wir gefragt, was machen die Bundesforste mit solchen Bäumen? Werden die zur Gänze eingeheizt? Nein. Wir sehen hier den ersten Abschnitt des Stammes. Das wird als Sägerundholz ausgeformt. Sägerundholz geht an die Sägeindustrie. Das ist das wertvollste Holz. Es werden daraus Bretter zum Beispiel für den Hausbau gemacht. Ich bin der Patrick Trittreimer, bin im Holzernteteam und das liegende Stück ist ein Blochholz. Das ist der wertvollste Teil des Stammes und das sieht ja jeder, da kann man Brettl ausschneiden. Ja, und das ist jetzt das Stück, das als Industrieholz ausgeformt ist. Das ist einfach von der Dimension her zu schwach, dass man Sägerundholz daraus machen kann oder dass man Bretter rausschneiden kann. Dieses Stück Holz geht an die Papierindustrie. Und das ist der Wipfel. Was soll man aus dem machen? Der wird als Biomasse verharzt. Natürlich kann es auch sein, im Falle von Borkenkäfer oder starke Stämme, die was faul sind, die werden natürlich ebenfalls verharzt. Zu guter Letzt haben wir noch die Äste, die bleiben für die Nährstoffe im Wald. Wir sind da jetzt in einem jungen Laubmischwald, der gerade durchforstet worden ist. Und auch hier kann ich Ihnen zeigen, welche Produkte wir für die Industrie erzeugen. Da das Stärkste geht in die Faserindustrie und in die Textilindustrie. Hier haben wir die Sortimente, die sind schon schwächer. Das geht in die thermische Verwertung. So schaut es dann aus, wenn wir auf der Forststraße sind. Wir werden es immer gleich ein bisschen sortieren. Da drüben sieht man das hochwertigere Industriefaserholz. Und hier drüben sieht man das Hackgut. Das wird dann verharzt. Es geht Holz an die Sägeindustrie. Es geht Holz an die Papier- und Plattenindustrie. Es geht die Biomasse zur thermischen Verwertung an die Heizwerke. Und ganz wichtig, die Feinäste, die Nährstoffe bleiben im Wald.